Ich glaube, wir sind schon on air. Genau. Ja, hallo und herzlich willkommen. Das ist jetzt der Startschuss, der offizielle Startschuss für das 16. Wire, das Community Weekend. Das ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Nachdem es im letzten Jahr gar nicht war, haben wir uns gedacht, das können wir nicht nochmal ausfallen lassen. Und irgendwann vor 4, 5 Wochen hat mich der Zeben angeschrieben, sag mal, wollen wir nicht doch irgendwas machen, irgendwas Kleines, irgendwas online? Und da hatten wir uns überlegt, gut, machen wir einen Tag irgendwie ein paar Vorträge und gut ist. Am Ende ist jetzt doch so viel geworden, dass wir insgesamt 3 Tage irgendwie bespielen. Wir haben morgen ein volles Vortragsprogramm. Da habe ich hier auch mal unser Pre-Talks aufgemacht. Genau. Ja, ich sage nochmal hallo, ich bin der Peter, Freifunk München. Ich freue mich, dass ich auch dabei bin. Diesmal das erste Mal mit hinter der Bühne oder wie man es sagt, hinterm Headset. Jetzt bist du auf der Bühne, Peter. Ja, genau. Ja, wir wollen die, was haben wir jetzt eingeplant? Eine Viertelstunde, glaube ich nur. Ne? Die wollen wir mal nutzen, um euch allen mal zu sagen, wie ihr am meisten aus dem Wireless Community Weekend herausholt. Also wie könnt ihr euch mit beteiligen? Wie könnt ihr Fragen stellen? Wo geht man am besten hin? Wo kann man sich selbst nochmal verwirklichen? Das wollen wir jetzt mal so ein bisschen besprechen. Genau. Und ich habe ja schon mal unser Vortragsprogramm aufgemacht. Es gibt so 3 Bestandteile, die wir haben für das Wireless Community Weekend. Einmal sind das Vorträge, die auch gestreamt und aufgezeichnet werden. Zum Zweiten habt ihr die Möglichkeit, self-organized Sessions zu veranstalten und euch da mit anderen zu treffen, wie man das halt auch von dem WCW kennt. Man setzt sich einfach an eine Bierbank und redet über ein bestimmtes Thema miteinander. Und der dritte Bestandteil, das spielt natürlich alles irgendwie mit zusammen, das ist dann die 2D-Welt, in der man sich eben an der Bierbank miteinander hinsetzen kann. Und vielleicht steigen wir einfach mal bei den Talks ein. Die Talks starten dann ab morgen Mittag ungefähr. Heute werden nochmal Wiederholungen gesendet. Da gibt es dann natürlich keine Fragen und Antworten. Das läuft halt einfach so ab. Da sollt ihr bitte auch nicht mehr anrufen. Aber für die Talks morgen haben wir alles vorbereitet. Es sind jede Menge interessante Themen dabei. Die Talks gehen jeweils immer ungefähr eine halbe Stunde. Und danach besteht die Möglichkeit, dass man sich mit dem Speaker auch nochmal in der Welt trifft. Genau, die sind alle live. Die sind, ich glaube, wir haben keinen einzigen recorded Talk. Ja, alles genau, live. Die sind alle live, also können wir auch live Fragen stellen. Die können auch live schief gehen, die Talks. Das werden wir sehen. Aber wir haben jetzt geübt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Genau. Thema Fragen stellen überhaupt, das sollten wir klären. Wie kann ich denn Fragen stellen? Genau, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Zum einen gibt es hier im Stream, wenn ihr das über den Stream von Freifunk München schaut, gibt es auf der rechten Seite einen Chat. In diesem Chat könnt ihr Fragen stellen, die werden dann von Menschen gelesen, die hier im Hintergrund ganz fleißig mitarbeiten. Zum anderen gibt es zu jedem Talk ein Pad. Die Pads sind tatsächlich in diesen Talks verlinkt, wenn man hier mal auf dem Pre-Talks schaut. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich sehe nämlich nicht, was live im Stream ist. Da gibt es jeweils einen Link mit einem Pad für Q&A. Und in diesem Pad, da drücke ich jetzt mal drauf. Das kann sein, dass ihr das jetzt erstmal noch nicht seht. Ja, doch, es kommt. Ja. Ah, ihr seht das. Nein, ihr kommt nicht. Ja, sage ich doch, weil ich habe hier nur meinen Tab geteilt. Dann mache ich das so. Dann wird hier nämlich auch das Pad angezeigt. Und in diesem Pad könnt ihr dann auch Fragen hinterlegen. Wichtig ist, wenn man das bearbeiten will, hier oben ist so ein Stift und dann kann man dort Fragen eintragen. Am besten pro Frage eine Zeile. Wäre schön, wenn ihr auch euren Namen oder Nickname irgendwie noch mit dazu nennt. Dann kann man sich vielleicht auch danach nochmal unterhalten. Und hier hat der Peter schon einen Hinweis zu Fragen eingefügt. Genau, ich werde morgen bei den meisten Talks der Harold sein. Das heißt, ich werde den Speaker mal ein bisschen vorstellen und werde mir hinterher dann in dem Pad auch die Fragen anschauen, die gesammelt sind. Also ich gucke mir das dann halt in der Ansicht an und werde die Fragen dann halt unserem Speaker weitergeben. Der kann sich dann konzentrieren auf seinen Talk. Genau. Und eine weitere Möglichkeit ist noch, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, könnt ihr noch unter dem Hashtag FFWCW alles Mögliche zum WCW
verbreiten, aber im Zweifel könnt ihr dort auch Fragen stellen, das beobachten wir auch mit, aber angenehmer ist es natürlich, wenn die Fragen schon ein bisschen fertiger vorformuliert hier ankommen. Ich würde auch sagen, wir haben ja, sagen wir dann 1, 2, 3, 4, 5 Kanäle für die Fragen. Ja. Also mir wäre ja eigentlich das Pad am liebsten, zumindest für die Vorträge. Ja. Während des Streams kann man ja alles mitlesen und ich sag mal, Kommentare ist auch noch was anderes als eine Frage. Also trotzdem die Fragen sehr gerne dann in dem Fragenpad zum Talk. Ja, und wir haben natürlich wie immer zu wenig Zeit für Fragen eingeplant, nämlich nur 10 Minuten. Aber ihr habt dann die Möglichkeit, euch nach dem Talk direkt mit dem Speaker, der Speakerin zu treffen in einem Jitsi-Raum und könnt dort eure Fragen auch nochmal ganz persönlich loswerden oder diskutieren, länger ausschweifende Dinge diskutieren, abschweifen, je nachdem, wohin das dann führt am Ende. Ja, soweit erstmal zu den Talks. Ich sehe, dass Zeven jetzt hier noch mit im Kanal ist. Ich weiß nicht, ob man den Zeven jetzt schon sieht, aber vielleicht können wir ihn ja auch mit einbinden und dann kann er auch noch mal kurz Hallo sagen. Als jemand, der das WCW jahrelang in der Seabase mitorganisiert hat und in diesem Jahr eigentlich mehr und weniger Stress hatte. Wir mussten nicht vorher einkaufen fahren in die Metro und irgendwie viel zu kleine Autos mit viel zu viel Bratwürsten vollladen, aber dafür mussten wir ganz viele andere Dinge machen. Hallo Zeven, du bist noch gemutet. Bist gemutet, wir hören dich nicht. Jetzt hören wir dich. Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Ja, der Stress ist dieses Jahr ein bisschen anders gelagert. Man nimmt sich Sachen vor, bastelt rum, funktioniert. Man probiert es irgendwo anders rüberzuschieben, funktioniert nicht mehr. Wir sind noch am Basteln, aber es wird, wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Die Seabase ist leider dieses Jahr komplett geschlossen. Sehr trauriger Anblick ohne euch. Aber wir haben ja für euch die 3D-Welt vorbereitet. Und mit einigen kleinen Überraschungen. Und wir werden wahrscheinlich auch noch einen virtuellen Seabase-Rundgang mit euch machen. Ist auch in Vorbereitung. Ja, und ich freue mich auf gute Talks und auf das, was das WCW eigentlich ausmacht. Das Wireless Community Weekend. Mit Menschen in Kontakt kommen, sich austauschen und ja, einfach mal ein bisschen Spaß haben. Hast du deinen Grill auf dem Balkon aufgebaut, der dann abgefilmt werden kann? Wie bitte? Hast du den Grill auf deinem Balkon aufgebaut, dass wir wenigstens einen Grill im Livestream dann haben? Noch nicht. Das kommt dann noch. Ja. Ja, ihr seht das schon, es ist alles sehr verteilt. Wir haben halt eine Station in Frankfurt, wo es alles zusammenläuft. Wir haben München, wir haben Weimar, wir haben Berlin. Ich glaube, wir haben 1, 2, 3 verschiedene Kontinente bei den Talks dabei. Genau, wir haben einen Talk aus Argentinien. Das ist für die Menschen, die den Talk geben, tatsächlich sehr früh. Also früh um sieben ist es bei denen dann. Aber die wollten das so. Ja. Ja, und wir haben eine ganze Bandbreite an Talks, aber ich glaube, das schaut ihr euch einfach selbst an im Schedule. Was wäre denn die beste Einstiegsseite? Das Wiki, oder? Wenn du alles auf einen Blick haben möchtest. Genau, im Wiki, die Seite habe ich jetzt hier schon mal aufgeschlagen. Mhm. Da gibt es eine Seite für das Wireless Community Weekend 2021 und unter Where, wo sonst immer Rungestraße 20 und die Geo-Koordinaten und alles stand, stehen diesmal jede Menge Links, wo es überall hingeht. Zum einen steht da ganz oben der Link zum Fahrplan für die Talks, die wir morgen aufnehmen und die auch heute im Wiederholungsprogramm laufen. Wir bemühen uns auch, die Self-Organized Sessions in das Programm mit aufzunehmen, aber da ist die primäre Seite das Wiki, damit das jeder von euch bearbeiten kann. Und dann sind natürlich ganz wichtig die Links zu den Streams. Unser Hauptstream liegt bei Freifunk München, die ein Streaming-Portal aufgesetzt haben. Da wird auch am wenigsten über euch gespeichert, nämlich gar nichts, gehe ich mal von aus. Oder genau, Peter? Nix. Wohingegen YouTube und Twitch für uns als Fallback dienen, falls es irgendwie mal zu Problemen kommen sollte. Aber
Ich glaube, das wird es aber nicht, kann ich dir versichern. Da Freifunk München ist in Alarmbereitschaft dieses Wochenende und schläft im Rechenzentrum. Also wie haben, immer eigentlich, oder? Ja. Wir haben auch noch einen Stream für den für diesen Infoscreen, wo so der ganze die Ankündigungen sind, wann der nächste Talk ist, was als Self-Organized Session läuft, mit einer Twitter-Wall und so weiter. Falls ihr das bei euch auf eurem Fernseher einfach einbinden wollt, könnt ihr diesen Stream verwenden. Und ganz wichtig, wir haben natürlich auch eine Welt, in der wir uns treffen können, ohne dass wir uns immer so ganz steif in Jitsis verabreden müssen. Dort kann man nämlich ganz normal in die Jitsi-Räume reinspazieren. Jetzt will ich aber erstmal noch zu den Self-Organized Sessions kommen. Das ist ja das, was das Wireless Community Weekend immer ausmacht, dass man in Form einer Unconference quasi einfach eine Session ankündigen kann und einen Raum mit zugibt und dann trifft man sich da und entweder kommen Leute oder es kommt halt niemand, kann unter Umständen auch passieren, aber ihr könnt einfach Sessions eintragen. Hier, wir haben eine Liste von Räumen in der 2D-Welt, gibt es insgesamt 5 Räume, die wir auch mit den entsprechenden Jitsi-Räumen hier nochmal verlinkt haben, sodass man nicht unbedingt immer erst durch die ganze 2D-Welt laufen muss, sondern auch direkt in den Jitsi-Raum springen kann. Ist vielleicht ganz gut, wenn man der Präsentator ist für diese Session, aber ansonsten ist auch die Möglichkeit, einfach dorthin zu laufen. Und dann gibt es natürlich für jeden Tag wieder eine Tabelle, wo man die Sessions eintragen kann. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, habt keine Angst, tragt das einfach ein. Die Sessions werden nicht aufgezeichnet. Das ist halt tatsächlich wie in der Seabase, auf der Seabase, Entschuldigung, dass man dann einfach am Tisch sitzt und miteinander redet und Dinge präsentiert und so weiter. Was vielleicht ein bisschen schwerfällt, ist gemeinsame Hardware auseinandernehmen, aber ich denke, da finden wir auch Lösungen, dass wir das irgendwie gemeinsam hinbekommen können. Wir haben jetzt hier im Wiki das Ganze für heute, morgen und Sonntag vorbereitet. Ihr könnt, wie gesagt, dort einfach ganz frei eure Themen eintragen. Am Sonntag haben wir ja den Vorteil, dass keiner irgendwie schon gegen Mittag abreisen muss, damit er dann abends zu Hause ist. Sondern wir können das hier bis in die Nacht treiben am Sonntag und haben da eigentlich keine Beschränkungen. Wenn wir denn ein Sticker-Throw auf das Seabase in der 3D-Welt machen, Andreas, Andi, dass Menschen von ihren Spaces oder Projekten uns einen Sticker in der 3D-Welt hinterlassen, das haben wir dann die Möglichkeit? Wenn man das in... Ja, die Möglichkeit haben wir, das muss man dann halt immer von Hand craften sozusagen. Weil man muss das dann natürlich noch ein bisschen verpixeln, aber wenn es irgendwas gibt, was so im Format 32x32 Pixel oder 64x32 Pixel oder sowas zur Verfügung gestellt werden kann, dann kriegen wir das, glaube ich, relativ spontan hin. Na, super. Also die Aufkleber, die wir nach der Veranstaltung finden, die sind immer sehr lustig. Und es wäre doch schön, wenn wir sowas Ähnliches auch in der 3D-Welt hätten. Es ist nur eine 2D-Welt. Du machst immer noch ein D mehr rein. Ja, 4D. Ja. Ist der Sausage leer. 2D-Mono. Ja, also es gibt auch, die Map findet sich auch im GitHub. Da kann ich ja nochmal bei Gelegenheit einen Link teilen. Da kann man auch im Zweifel Pull-Requests stellen. Aber ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ihr uns das einfach als Bild zukommen lasst und dann packen wir da irgendwie was rein. Machen wir schon. Hier Lightning Talks, die hast du auch noch nicht erwähnt, oder? Lightning Talks habe ich tatsächlich noch nicht erwähnt. Genau. Aber der Adorfer hat vorgeschlagen, für Sonntag Nachmittag Lightning Talks durchzuführen. Da gibt es so ein paar Regeln, die so typisch Lightning Talks sind. Ein Talk dauert 3 Minuten. Danach wird man freundlich ausgeblendet. In der realen Welt kenne ich das so, dass man dann anfängt zu applaudieren, wenn die Zeit um ist. Das weiß ich nicht, ob wir das hier hinbekommen. Aber irgendwie signalisieren wir dann schon, dass die Zeit um ist und dass der Nächste dann dran ist.
Da das mit Slides hin und her wechseln ein bisschen schwierig ist, wollen wir die Slides alle von weg einsammeln und da müssen wir dann wahrscheinlich so ein Zeichen vereinbaren, dass die nächste Folie dann gezeigt wird. Im schlimmsten Fall wird es eben PowerPoint-Karaoke, falls wir durcheinander kommen und dann der C-Ban ist gemutet, falls du was sagst. Der E-Punk ist jetzt auch eingetroffen. Hallo, und E-Punk wird halt mit hier rein und die Q&A-Sessions vorbereiten über die vier verschiedenen Kanäle. Ich glaube, es hat Dani schon erzählt, wie das funktioniert, oder? Genau, da könnt ihr dann nochmal im Stream zurückspulen. Das Ganze ist da schon erklärt. Vielleicht schaffen wir es ja auch zeitnah, dieses Video dann zu releasen. Das wird ja auch schon recorded. Okay. Ja. So, dann bleibt noch ein Punkt übrig, nämlich unsere 2D-Welt. Die ist erreichbar unter play.ffwcw.freifunk.net. Da wird man dann natürlich weitergeleitet auf einen Server vom Maschinenraum aus Weimar. Der Hackspace stellt uns den Server freundlicherweise zur Verfügung. Und ich laufe jetzt einfach mal mit euch hier durch. Ihr seht schon, hier bin ich. Wie das so beim WCW üblich ist, wenn das Wetter schön ist, kommt man draußen irgendwie im Gartenbereich an, sieht schon den Grill und kann hier schön durchlaufen. Da ist auch schon jemand, der hier auf uns wartet. Vielleicht hört er uns sogar zu im Stream. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Jitsi-Räume. Einer liegt hier am Lagerfeuer. Ich nehme an, die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Work Adventure schon. Und da geht man dann einfach hin und dann öffnet sich hier ein iFrame, ein Fenster, wo dann dieser Jitsi-Raum eingeblendet ist. Hier können sich beliebig viele Menschen treffen, so viele wie euer Browser aushält. Und vielleicht irgendwann wird es auch sozial ein bisschen schwierig, wenn da sich 20, 30, 40 Leute treffen. Aber hier gibt es halt keine Beschränkungen, wie viele Menschen sich treffen können. Wenn ihr euch in der Welt so begegnet, kann man sich maximal zu viert unterhalten. Das ist halt so für kleinere Unterhaltungen, glaube ich, ganz gut. Da ist dann der Ort ein bisschen unabhängig. Den nächsten Raum gibt es hier an den Bierbänken. Da sehen wir schon, dass wir da noch jemanden haben, der schon im Jitsi auch ist. Schöne Grüße, wir sind ja gerade im Livestream. Und ich gehe jetzt hier mal weiter. Hier ist der Grill, der ist jetzt leider noch nicht an. Das kommt dann aber, der darf ja eigentlich auch nicht ausgehen während eines WCW. Ihr könnt da die Welt natürlich noch in Ruhe weiter erkunden. Ich werde es in Teufel tun und euch hier alle kleinen Features schon mal verraten. Falls das Wetter zu schlecht wird, kann man natürlich auch reingehen. Hier in der Main Hall gibt es dann zum Beispiel den Schedule nochmal zum Nachschlagen. Da waren wir jetzt auch schon gerade mal gewesen. Hier gibt es Getränke. Könnt ihr euch dann einfach wegnehmen. Dann gibt es hier ein Buffet, wo ihr gern eingeladen seid, auch mitzuschnippeln. In diesem Jahr hat jeder alles selbst mitzubringen. Hier ist der dritte Jitsi-Raum. Das ist die Main Stage, über den Raum. Also es ist auch wieder ein ganz normaler Jitsi-Raum. Der wirkt jetzt halt so groß, aber hier kommen genauso viele Menschen oder wenige Menschen rein wie in die anderen Jitsi-Räume, egal wie klein die jetzt von der Fläche sind. Wir können ja mal versuchen, wie viel dann hier zum Beispiel in diesen kleinen, wie viele Avatare in diesen kleinen Raum reinpassen, bevor dann irgendwas geht. Also hier ist der vierte Raum und hier ist schon jemand drin und ich habe hier eine Rückkopplung, deswegen gehe ich wieder raus. Und der fünfte Raum befindet sich hier bei den Lockpickern. Hinterlasst den Raum bitte sauber, wenn ihr drin seid und wieder rausgeht. ist der fünfte Jitsi-Raum, den wir hier eingerichtet haben. Und als kleines Schmankerl haben wir noch ein paar Router versteckt. Also ihr seht ja schon die offenen WLAN-Router stehen. Aber es gibt hier so ein paar Punkte, wo so ein kleines Suchspiel eingebaut ist. Dort seht ihr dann ein paar Informationen. Da gibt es dann... Oh,
Vorführeffekt, das geht gerade nicht, das muss ich noch beheben. Auf jeden Fall gibt es hier so ein paar Themen, die dann aufgeführt sind und ganz unten gibt es dann ein Redeem Badge und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr dann die Badges einlösen und ich muss hier mal draufklicken, mal sehen, ob ich, nee, hier habe ich zum Glück noch nicht alle eingelöst, dann kann ich euch das mal zeigen. Dann kommt ihr hier auf so eine schöne Seite, wo dann die gefundenen Sachen aufgelistet werden und hier können wir ein bisschen miteinander in Wettstreit treten, wer das zuerst alles gefunden hat und dann auch schauen, wo es gefunden wurde. Ja, das wäre es erstmal zur 2D-Welt. Peter, gibt es denn Fragen? Also ein paar hatten wir zwischendurch mal, da ging es nur noch mal, wo finde ich denn die ganzen Links nochmal? Also in dem Freifunk Meet Stream Channel wurde dann nochmal nach den einzelnen Links gefragt. Ich habe ein paar reingepostet, aber ich glaube, der beste Start ist tatsächlich die Wiki-Seite. Dann finde ich alles immer wieder neu und macht eigentlich Sinn, ja. Pro Talk haben wir ja einen eigenen Link auf das Fragenpad. Es ist nicht immer der gleiche. Ja. Also ist der eben auch mit dem Talk entsprechend verlinkt und verbunden. Also den ich jetzt gerade hier reingepostet habe, war nur der von dem heutigen Talk, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Nö, da habe ich geschaut, da war sonst nichts weiter. Wird es Folienkopien geben? Gute Frage, habe ich. Es wird eine Aufzeichnung geben, dieses genau, Talks. Da sind alle Folien natürlich drin, die wir hier nicht hatten. Mhm. Genau. Gut, ansonsten findet man uns ja dann auch in der 2D-Welt. Genau. Da können wir auch gerne alle Fragen noch beantworten, falls es da irgendwas gibt oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn wir an der Welt noch was bauen müssen. Das ist ja eigentlich eine schöne Tradition, dass die Welten während der Veranstaltung auch weiter verbessert werden. Dann genau. Sprecht uns einfach an. Es gibt ja auch eine E-Mail-Adresse auf der Wiki-Seite. Da könnt ihr auch im Zweifel hinschreiben, falls ihr uns anders gerade nicht erreicht. Ja, ich glaube, das war es eigentlich, oder? Ein Rundflug. Ja, dann für heute. Dann wünschen wir einfach mal ganz, ganz viel Spaß. Genießt das. Genau. Schaut euch die Talks an. Socialized, was das Zeug hält. Und dann wird das fast wie ein echtes WCW. Gut. Hoffen wir es. Bis später. Ja. Tschüss. Tschüss.